Und von gefährlichen Tigern jetzt zu zahmeren Superstars. Wir wollten von euch im Internet wissen, wer euer Logo-Musikstar 2007 ist. Und ihr konntet abstimmen und habt abgestimmt. Gewonnen hat übrigens La Fee. Für sie lief das ganze Jahr aber auch wie geschnitten Brot. Zwei Echos, goldene Stimmgabel, Preise ohne Ende. Wir haben mit La Fee auf ein wirklich erfolgreiches Jahr zurückgeschaut. Das freut auch die Fans. Wenn sie auf der Bühne steht und losrockt, rasten ihre Fans aus. Ich finde die einfach mega hammer cool. Sie ist einfach cool, sie singt geil, schreibt coole Lieder. Sie sieht geil aus, sie hat coole Klamotten immer an. Die kann ich stundenlang hören. La Fee weiß genau, wem sie ihren Erfolg zu verdanken hat. Die Fans tragen, glaube ich, eine der wichtigsten Rollen für mich, weil ohne die Fans säße ich nicht hier. Die sind quasi dafür schuld, dass ich hier sitzen darf und diesen Job machen darf. 2007 hat La Fee ihren Job besonders gern gemacht. Sie schaut fröhlich zurück. War ein sehr turbulentes Jahr, hatte sehr viel zu tun. Bin aber auch sehr glücklich darüber, dass ich so viel zu tun habe. Hab meinen Schulabschluss geschafft und bin gesund und glücklich. Außerdem hat La Fee 2007 mehrere Preise abgeräumt. Besonders gerne erinnert sie sich an die Echo-Verleihung im März. Ich saß dann da völlig ahnungslos. Mein Trailer wurde gespielt von Newcomer des Jahres 2007. Und dann fing mein Herz ganz schnell an zu pochen. Und dann kam ja die Jordan Lani oder der Sascha war das, auf die Bühne, die dann irgendwie gesagt haben, and the winner is... Ja, La Fee. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ich war glücklich, sehr glücklich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Neben all den glücklichen Erinnerungen guckt La Fee aber auch schon aufs kommende Jahr. Natürlich ein neues Album aufnehmen für dann irgendwann. Und ja, auf jeden Fall schätze ich dann mal, dass ich auch wieder bei der Echo-Verleihung rumhüpfen werde und... So Sachen halt. Na dann, alles Gute für 2008 und guten Rutsch.